Der Mensch im Fokus und alles, was mit dem Essen zu tun hat, wird irgendwie betrachtet. Und dann noch weiter nach hinten, was für Auswirkungen hat das Essen eigentlich auf die Umwelt, auf die Gesellschaft und auch auf die Wirtschaft und alles ganzheitlich. Wie züchten wir Pflanzen für 7 Milliarden Menschen? Wie halten wir Tiere? Wie schützen wir die Flüsse, die Böden? Wie produzieren wir Nahrungsmittel, dass sie gesund sind und lecker? Wie verteilen wir sie über die Erde und regional? Wer kauft was? Und schließlich, was passiert damit tief in unserem Körper? Das finden wir raus. Fachübergreifend und gründlich. Wenn du etwas verändern willst in der Welt, hier lernst du wie. Was wir spannend finden: bessere, verträglichere Haltungsmethoden, tiergerecht, umweltgerecht, zukunftsweisend. Das ist quasi das, was wir machen. Also gucken, dass es den Tieren gut geht, dass sie gesund sind. Und hier ist noch sehr viel Wissenschaft mit dabei. Und wir arbeiten an den Züchtungen von morgen. Gesünder, robuster, entwickeln Anbaumethoden für eine globale Ernährung. Gegen Hunger und gegen Armut. Das Spannende an Pflanzen finde ich, die können halt Ressourcen generieren aus nichts quasi, aus Erde. Überall in der Natur finden wir wertvolle Stoffe. Überall finden wir neue Möglichkeiten. Pflanzen, Insekten, selbst Mikroorganismen. Für unsere Ernährung, zur Energiegewinnung und als Kleidung. Und selbst für Kunststoffe und in der Medizin. Wie aber bauen wir sie am schlauesten an? Und wie nutzen wir sie intelligent? Was wächst überhaupt da? Was für Pflanzen haben wir? Was für Pflanzen nutzen wir? Einfach so das große Ganze zu verstehen. Seit ich das Studium angefangen habe, hat sich meine Begeisterung für die Natur und für alles, was da ist, super krass gesteigert. Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Jetzt fallen einem viel mehr Details auf und das freut einen einfach. Neue Züchtungen, neue Anbaumethoden, neue Messtechniken. Allein in der Landwirtschaft gibt es so viele Potenziale. Ersatz für fossile Rohstoffe, Ersatz für Monokulturen, Erhalt der Biodiversität. Wir müssen nur lernen, sie richtig einzusetzen. Wasser, Boden, Energie. Niemand auf unserem Planeten nutzt mehr Fläche als die Landwirtschaft. Wie schaffen wir es dabei, unsere Ressourcen auch zu erhalten? Wenn man Lust auf Naturwissenschaft hat, aber so einen Rundumschlag machen will, dann ist Umweltmanagement auf jeden Fall ein super Studiengang. Die Umwelt ist ja im Prinzip Physik, Chemie, Biologie, alles in einem und noch mehr. Ich habe vorher in meinem Leben, bevor ich studiert habe, keine 5 Gedanken an Boden verschwendet. Ne? Und dann auch ins Feld zu gehen und tatsächlich auch mal hier so ein 2 Meter Loch zu graben und sich da runter zu buddeln, reinzusteigen. Da. Probier es aus, du siehst dann tatsächlich aktiv, was dabei passiert. Also das ist die Sache, wo ich echt auch für brenne, wo ich auch gerne Zeit investiere, wo das auch gar keine Arbeit dann mehr ist. Und dann lernt man viel nachhaltiger. Wo kommt unsere Nahrung her? Wie wird sie produziert? Wie organisieren, wie verteilen wir sie gerecht? Was beeinflusst unsere Entscheidungen im Supermarkt und wie können wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern? Wie motivieren wir zur verantwortungsvollen Ernährung? Ich bin super gerne ein Mensch, der guckt, dass er seinen Körper richtig versorgt. Je weiter ich mich bilde, desto mehr Entspanntheit habe ich, desto wohler fühle ich mich. Was ich an Ökotrophologie schön finde, ist der ganzheitliche Blick. Es geht ja nicht nur darum, was wir essen, sondern auch wieso und was für Auswirkungen das auf alles hat. Das ist auch das Spannende im Fachbereich, weil man da ja noch die Umweltwissenschaften mit drin hat und auch die Agrarwissenschaften. Und dann gibt es nochmal im Fachbereich selber so ein Gesamtbild. Es gibt ein wunderbares Exkursionsmodul. Da besucht man über 10 Betriebe und das kann ich nur jedem empfehlen. Einmal mal so hinter die Kulissen schauen. Hier liegen sie, unsere Lebensmittel. Daraus gewinnen wir unsere Energie. Daraus bauen wir unseren Körper zusammen.
Wir wollen wissen, wie es am besten geht, was bei der Zubereitung passiert, was am Ende in uns drinnen passiert. Das hat mir echt gut gefallen. Genau, die Biochemie dahinter. Also ich bin ja ein ganz großer Biochemie-Fan. Was passiert, wenn du eben was zu dir nimmst und dann im Körper sozusagen aufgespalten wird und dann die verschiedenen Stoffwechselvorgänge? Also man braucht so Proteinshakes. Braucht man eigentlich nicht. Braucht man nicht. Nee. Ich finde, das Arbeiten im Labor macht Spaß und das Forschen und Herausfinden. Also es sind auch viele Rückschläge und man muss echt ein bisschen Ehrgeiz haben, um da durchzukommen. Aber wenn die Sache dann funktioniert, die man sich vorgenommen hat oder die Ergebnisse kommen raus, dann macht es super viel Spaß. Und deswegen ist so mein Streben eigentlich promovieren. Diese ganzen Bereiche zusammen kombiniert, fand ich super interessant. Ihr könnt euch euer Studium nämlich selbst zusammenstellen, so wie ihr wollt, aus der gesamten Bandbreite des Fachbereichs. Das ist total interessant, wie viele unterschiedliche Facetten man vom Leben irgendwie kennenlernt. Ja, ohne Streit sogar. Ja, genau, ohne Streit. Es macht definitiv Spaß, das zu studieren.